Das Jugendamt Berlin verfügt. Mit Einverständnis der Gertrud Keller wird das Aufenthaltsbestimmungs- und Sorgerecht für ihre Tochter Luisa Keller bis auf Weiteres der Leitung des Diakonischen Heims Falkenstein übertragen. Der Sinn deines Hierseins, Luisa, besteht darin, dir für dein weiteres Leben ein paar Regeln mitzugeben. Und du wirst gut daran tun, dich stets daran zu erinnern, dass diese Regeln zu deinem eigenen Wohl sind. Meine Mutter ist krank. Sobald sie wieder gesund ist, gehe ich zurück zu ihr. Na, da haben wir ja nicht viel Zeit, aus dir einen anständigen Menschen zu machen. Natürlich mag es bedauerliche Einzelfälle gegeben haben. Aber die allermeisten Heime haben sich bemüht, die ihnen anvertrauten Kinder im christlichen Geiste zu erziehen. Sie haben dir echt gesagt, du kommst wieder zurück, ja? Ja. Ich hatte die besten Noten von allen. Und jetzt stehe ich 12 Stunden am Tag in der Mangelstube. Und wenn ich ungefragt was sage, werde ich geschlagen, so wie jeder hier geschlagen wird. Ich bin in dem Arbeitslager, wo uns rund um die Uhr erzählt wird, dass Gott nur unser Bestes will. Und Sie fragen mich, wie es mir geht? Wieso gibst du mir das? Du weißt gar nicht, wie schön du bist. Was? Bitte, Paul, du musst vor diesem Ausschuss aussagen. Was soll ich denen sagen? Warum machen die das? Das war 1964. Damals fand eben niemand etwas daran, wenn man einem Kind auch mal eine Ohrfeige gab. Und hat es jedes Mal zum Dank dafür gelobt, zu Jesus Christus sagen müssen? Unser Schweigen hat alles zugedeckt. Jahrzehntelang. Die Grausamkeiten, die Misshandlungen. Die 84 ist unauffindbar. Gewalt beginnt, wo das Reden aufhört. Sagen Sie das Ihren Leuten.